Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft and Friends. An meiner Seite heute wieder Nachtengel. Schönen guten Tag. Hallöchen. Ja, wir haben uns nochmal hier zusammengefunden und du wolltest die Tür fixen. Ist dir das gelungen? Nee, noch nicht. Leider. Okay, dann weißt du ja, was noch zu tun ist. Soll ich dir hier schon mal, was brauchst du so inneneinrichtungstechnisch? Brauchst du da irgendwas? Dann würde ich das holen. Bett wäre nicht schlecht. Ein Bett ist immer gut. Bett, Kisten, Zeuggedöns. Ich guck mal, was sich so auftreiben lässt hier. Dann mach ich das doch glatt mal. Mensch. Nicht, dass du da auf dem kalten Fußboden liegen musst. Das ist nicht gut. Holt man sich auch schnell mal was weg. Ja, das stimmt. Ich war echt, dass er eigentlich noch relativ gut abkann. Also, Kälte. Das darfst du ja auch keinem erzählen. Ich habe eigentlich immer ganz gerne kühl geschlafen. Ne? Ich fand es immer komfortabler. Das ist mittlerweile aber auch nicht mehr. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die Heizung im Sommer anschmeißen. So ist es nun nicht. Aber ich mag das schon, wenn das... Ja, so... das darf ruhig muggelig sein. Also ein bisschen wärmer. Irgendwie früher hat mir das nichts ausgemacht. Keine Ahnung. Vielleicht wäre ich doch langsam alt. Oh nein! Oh nein! Warte, ich bin ja jetzt nicht. Ja, ich merke das aber. Also ich habe es halt auch gerne angenehm, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn ich mal eine Nacht irgendwie etwas kühler schlafe. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, wenn man so... Wir haben ja damals zu den möglichsten und unmöglichsten Temperaturen gezeltet und keine Ahnung. Oder wenn du auf irgendwelchen Festivals bist oder so, dann... Einmal ganz ohne Witz, da interessiert doch niemanden das Wetter, weißt? Heutzutage könnte ich das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, mir würden alle Geräten wehtun. Warum nimmt er den nicht mit? Das ist so ein klebriger Kolben und warum nimmt er die schöne Erde nicht mit? Das ist, weil du die Erde beleidigt hast. Sag die nö, du. Lass mal. Also, eine Truhe wirst du wahrscheinlich brauchen, vermutlich. Vermute ich mal. Nimmt er auch nicht mit. Ich nehme mal 4 Truhen mit hier. Also mit Redstone zu arbeiten, das ist wirklich... Tricky, ne? Tricky Shit, finde ich auch. Vor allem, wenn man das eine längere Zeit nicht gemacht hat. Ja, total. Gebe ich dir vollkommen recht. Lampen möchtest du vermutlich auch, ne? Also Glowstone oder so. Ja, würde ich nicht nein zu sagen. Ich mal, ob ich da noch was finde. Wow. Schuppdidu. Und bist du dieses Jahr fertig dann mit Ausbildung oder? Ja, ich habe jetzt meine schriftliche Prüfung hatte ich jetzt Ende April. Okay. Und warte jetzt im Prinzip nur noch auf meinen mündlichen Termin. Ah ja. Ja Mensch, und dann hast du es geschafft. Und wenn ich dann bestehe, dann darf ich mich Informations- und Telekommunikationssystemelektroniker schimpfen. Sehr, sehr gut. Und hast du dir den richtigen Job ausgesucht? Also sagst du so hinterher auch noch, ja Mensch, das ist eigentlich cool, das macht mir Laune. Auf jeden Fall. Ja, na dann passt's doch, weißt, dann ist es doch okay. War das Beste oder sowieso. Meine Mutter hat immer darauf bestanden, bewerb dich überall. Und ich nur so, ja, ja. Und vor allem, ich habe mich nur bei der Telekom beworben. Ja. Und meine Mutter hat noch darauf bestanden, dass ich mich bei Kellogg's bewerbe. Ja. Als Elektroniker für Betriebstechnik. Ja. Also Betriebstechnik. Und klingt jetzt vielleicht ein bisschen Porsche, aber Kellogg's war mir so gesagt egal. Ja, mhm. Und ich habe halt nur 2 Bewerbungen geschrieben und wurde halt direkt von einer von der Telekom angenommen gehabt. Weil ja, ich halt das ist halt, doch cool. Weil ich dann halt auch direkt meine
Praktikumszeugnis dazugelegt hatte. Ja. Von der Telekom. Ach so, ja klar, wenn du da dann schon Praktikum gemacht hast und so auch. Ja, aber das ist doch super. Das ist aber bei meiner Tochter war es so ungefähr gleich. Ne? Also sie fängt jetzt Ausbildung an erst, ne, im Oktober. Und sie hat schon einiges an Bewerbungen geschrieben, aber von den ersten, wo sie bei, das, sie war nur bei einem Vorstellungsgespräch, hat dann, sie brauchte zu den anderen nicht hingehen, ne? Also sie hätte mehr haben können, aber sie brauchte nicht hin, weil sie hat die erste Stelle gleich gekriegt. Sie macht Krankenschwester. Okay. Und das hat auch sofort geklappt. Die zieht aus jetzt, die Maus, im Oktober. Ich versuche mich hier, kannst einreißen, hier in der Mitte. Okay. Ich wollte nur einmal kurz nach oben. Da ist dann vorbei mit bei Mutti wohnen. Ja, ich bin jetzt auch vor einem knappen Jahr ausgezogen. Hm? Meine Eltern haben gesagt, spätestens nach Ausbildung. Aber ich meine, wenn man halt die Möglichkeit hat, schon früher auszuziehen. Ja, meine Tochter muss ja, ne, weil sie fängt Ausbildung in, also sie hat sich ein Krankenhaus rausgesucht, sie wollte unbedingt im Bezirkskrankenhaus ihre Ausbildung machen. Und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und die in Erlangen haben eine ganz, ganz tolle Ausbildung. Also die sind bekannt für eine tolle Ausbildung. Und da hat es halt geklappt. Und da hat sie dann auch gleich zugesagt. Das heißt, sie muss von hier wegziehen, sobald sie anfängt. Das ist dann halt so. Und sie hat schon gesagt, so auf der einen Seite freut sie sich natürlich total, ne? Weil so eigene Wohnung ist schon geil, ne? Also so die erste eigene Wohnung ist schon toll. Auf der anderen Seite hat es aber auch gesagt, oh nein, und dann muss ich ganz alleine einkaufen und mir ganz alleine was zu essen machen. Und ja, das ist dann halt doch nicht mehr bei Mutti, ne? Ist halt doch was anderes. Ich habe bei mir den Vorteil, ich brauche mit Bus und Bahn, da ich kein eigenes Auto habe. Wie lange? Ungefähr eine Dreiviertelstunde mit Bus und Bahn zu meinen Eltern. Ja. Und mit dem Auto halt 20 Minuten. Ja, also da bräuchte sie schon länger, ne? Das ist schon ein bisschen weiter. Und das ist aber halt noch immer in diesem Zeitraum, wo man sagt, ich fahre mal eben hin, aber immer noch doch noch schon so weit entfernt, dass man nicht sagen kann, ich fahre jetzt hin. Ja, genau, ja. Und ich brauche mit dem Bus meine Arbeitsstelle 7 Minuten und muss dann nochmal eine Haltestelle laufen. Ach ja, das ist doch perfekt, ja. Besser hätte es für mich nicht laufen können. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich packe so, hier. Achso. Ja, die wollte ich gerade mal kurz einmal abreißen. Weil ich die. Ja, ja, mach weil ruhig. Ich da dann ja den Weg einmal durch die Mitte ziehen wollte. Ja, ja, ich schmeiß das Zeug nur immer irgendwo hin, damit das dann auch irgendwo ist. Ist natürlich klar. Naja. So, ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass dann. Später zu machen. Ach, deine. Deine. Mhm. Ah, ja. Verdammt. Aber da darf ich schon wieder raus. Geht's gut. Da schon wieder? Echt? Wo ist denn da? Was ist denn da? Ach, guck mal an, ja. Ist ja verrückt. Kann man das aufschütten noch? Ja, aber ich hab da eine bessere Idee. Wollte ich da ja sowieso machen. Du könntest natürlich hier auch einfach ranbauen. Theoretisch. Ich habe eine viel bessere Idee. Das erleichtert mir auch den, auch das Ganze mit der schönen Tür. Ich mach das hier einfach zu. Jo. Und benutze das, wo wir die letzten Folgen jetzt am Bauen waren. Ja. Einfach als so eine Art Geheimraum oder. Ja, natürlich, ja. Als so eine Art, nicht direkt Keller, aber. Ja, Würde mir dann auch auf jeden Fall erstmal das Ganze mit dem Stein und sowas sparen. Und der Tür. Ja, klar, natürlich, ja. Mal den Ofen, den. Dann kann ich das aber bis hierhin sogar noch ausbauen. Alles Gute hat auch, alles Negative hat auch was Gutes. Ja, ich wollte gerade sagen, weißt du, man muss halt das nehmen, was man kriegt und daraus das Beste machen. Weil ich bin ja sowieso so eigentlich ja so ein grundpositiver Mensch. Ne? So. Also mich haben
manche schon irgendwie als negativ eingestuft gehabt, obwohl ich immer versuche, eher realistisch zu wirken. Ja, ich glaube, das kommt immer so ein bisschen, also bei mir kommt es immer so ein bisschen drauf an, was für eine Situation gerade herrscht. Na, also ich bin niemand, der sich irgendwie Illusionen macht zum Beispiel. Das versuche ich natürlich also auch das mache ich auch nicht. Wenn ich von vornherein weiß, ey, meine Chancen sind scheiße, ja, dann ist es halt so. Da kann ich damit leben. Aber manchmal hast du das ja, dass dir, weiß ich auch nicht, das Leben dir irgendwelche Situationen bietet, wo du dann aus dem, was du kriegst, echt noch das Beste machen kannst. Und das mache ich eigentlich schon immer. Ich habe jetzt ein Beispiel. Ein Arbeitskollege hat schon mehrfach versucht gehabt, aufzuhören zu rauchen. Ja. Und er hat immer gesagt, er schafft das, er schafft das. Ja. Und ich habe halt immer gesagt, du wirst es erst dann schaffen, wenn irgendwas in deiner Familie vorfällt. Sei es, dass dein Vater irgendwie an Lungenkrebs stirbt durchs Rauchen oder so. Alle haben gesagt, sei doch nicht so negativ. Und er hat aber trotzdem wieder angefangen. Weil es leider so ist, dass die meisten mit sowas als Beispiel erst dann aufhören. Ja, obwohl, ich habe letztes Jahr das Rauchen ja aufgehört. Ne? Ist jetzt auch tatsächlich ein Jahr her. Also es war letztes Jahr im Mai. Glückwunsch. Und ich habe aufgehört, weil ich aufhören wollte. Fertig. Weißt du, ja, also... Manche haben halt natürlich so einen richtig eisernen Willen. Ich glaube, das ist was so im Kopf Klick machen muss. Das ist das nämlich. Weißt du, du musst es wirklich, wirklich wollen. Nur weil du weißt, Rauchen ist teuer und ungesund, hörst du das Rauchen nicht auf. Mein Mann zum Beispiel weiß das auch und der quarzt, ne? Also das ist halt so. Und meine Tochter weiß auch, dass das ungesund ist und Geld kostet und sie raucht trotzdem. Ne? Also ist ja nicht, weißt du, und die sind nicht dumm, die wissen das. Aber ja, nee, mir war es dann halt einfach zu doof. Ich habe dann gesagt, nö, ich will jetzt nicht mehr rauchen. Manche schaffen es, aber bei den meisten ist es halt wirklich so, was heißt leider, ist es halt bei manchen so, dass sie halt irgendwie so einen nicht direkt Denkanstoß brauchen, aber dass es erst dann... Ja. Schaffen, wenn dann wirklich was vorfällt. Ja, das stimmt. Es muss, ja, das ist oft so. Ne? Es muss halt oft erstmal irgendwas passieren. Das ist leider so. Ich brauche mal nochmal Erde. Ich muss vorne nochmal ein bisschen aufschütten. Hattest du zufällig den Ofen mit reingenommen? Ja, der ist in der Kiste. Den habe ich in die Kiste geschmissen. Ich habe das alles in die Kiste rein. So, sortieren kann ich dann später immer noch. Ich glaube, das hier unten wird dann richtig mein Lager. Ja, naja, das ist doch auch... Lager braucht man sowieso immer. Ich habe ja auch auf meiner Welt das dann so gehabt, dass ich da dann so ein extra Gebäude gemacht hatte. Das war auch so mein Hauptgebäude. Und das hatte ich dann halt mit Truhen versehen oben. Ja, ja. Und habe da dann dementsprechend alles dann drinne gelagert gehabt. Naja, klar, ja. Na gut, später nicht mehr, als ich da umgestiegen bin auf Game Mode, aber sah halt trotzdem nicht unbedingt schlecht aus. Ja, ja. So. Zack. Diddle-diddle. Achso, ja, jetzt, genau, jetzt heißt das. Da brauchen wir Granit nochmal, ne? Ist hier noch welches? 33 ja, Granit habe ich auch sonst noch. Ja, in hier der sind auch noch zweieinhalb Stacks sind hier. Okay. So, einwandfrei, Mensch. Ich habe ja, ich bin ja gerade dabei, das Creativerse ein bisschen zu zocken, ne, und zu gucken. Muss ich auch sagen, das ist auch ganz nett. Hast du das schon gesehen? Das ist also ähnlich wie Minecraft vom Aussehen her, ne? Wie heißt das? Creativerse heißt es. Okay, habe ich so noch nicht gehört. Das ist, das ist echt nett. Das ist von der Grafik halt hübscher als Minecraft, obwohl es auch Klötzchen, ne? Also du hast da auch so deine Blocks. Mhm. Das ist auch, also von der Idee her so ganz nett, ist ganz cool. Das habe ich auch, ich habe das zufällig bei Steam halt gesehen, weißt du, wie es denn immer ist?
Ja, manchmal hat man noch so Ja, was, und man das sah dann. einfach echt nett aus. Und dann habe ich es mir auf die Wunschliste gepackt, weißt du, wenn da so Spiele sind, wo ich denke, ach Mensch, das schaut ja eigentlich ganz nett aus, das könnte man sich mal, das packe ich dann auf die Wunschliste, damit ich es nicht vergesse. Und da hat mich dann Zoss angeschrieben und hat gesagt, hey, ich habe gesehen, du hast es auf der Wunschliste, hast du nicht Bock, wir können doch da zusammen mal reingucken. Da sind wir es gerade am Ausprobieren. Ich mal kurz in den Boden. Upsala, da ist, ach so, da ist noch Erde. Zack. Ja, manchmal hat man ja so Spiele, auf die man durch Zufall stößt. Ja, das gibt's einfach oft, ne? Also ich habe aber auch, ich muss sagen, es gibt auch so irgendwie das ganze Jahr eigentlich noch nicht. Noch nichts, wo ich sagen würde, ey, da habe ich jetzt so lange drauf gewartet. H1Z1, da habe ich lange drauf gewartet. Das ist ja auch erst dieses Jahr rausgekommen. Also das schon. Und auch das An die Arbeit Add-on von den Sims ist echt cool. Also das ist auch was, wo ich sage, ja. Aber also es sind ja viele gute Spiele rausgekommen. Witcher jetzt, ne? Oder keine Ahnung. Also sind ja einige. Aber nichts, wo ich jetzt gesagt habe, ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Auch GTA, nicht mal GTA 5, weil ich das halt auf der PlayStation schon gespielt hatte. Ich habe es mir für den PC nicht mal gekauft. Ich habe... Das einzige ist das GTA, was ich mal gespielt habe, war Grand Theft Auto. Das habe ich damals noch auf der PS2 gespielt. Damals noch. Ja, ich sag ja, also das ist was, ich hab's halt auf der PlayStation, ich hab's auch gar nicht groß selber. Mein Mann und meine Tochter zocken das, ne, die sind da, die mögen das total. Und ich hab dann mal die ein oder andere Mission irgendwie gemacht, weißt? Also, weil ich Bock drauf hatte. Und ich habe es mir jetzt, wie gesagt, für den PC nicht mal geholt. Also, wozu? Nö. So irgendwie, ja, keine Ahnung. Nix rausgekommen, wo ich gesagt habe, das brauche ich jetzt. Aber immer wieder durch Zufall kleine Spiele auf Steam gefunden. Oft sind das so kleine Indie-Dinger dann, weißt? Wo ich denke, ja, Mensch, hört sich cool an. Manchmal sind es auch wirklich die Kleinspiele, die da mehr Spaß machen als die großen. Ja, oder wo man einfach, ich glaube, das liegt auch daran, die Erwartung. Du hast eine andere Erwartung. Weißt du, wenn ich so ein Indie-Game spiele, dann gehe ich ja mit einer anderen Erwartung ran, als wenn ich mir einen AAA-Titel hole für 60 Euro. Da erwarte ich einfach auch, dass dieses Spiel mich absolut bespaßt, ja, wenn ich da so viel Geld für ausgebe. Wenn ich mir einen kleinen Indie-Titel hole für 4,99, dann habe ich ja eine ganz andere Erwartungshaltung. Na. Ich glaube, da wird man deswegen auch einfach nicht so oft enttäuscht. Hättest du zufälligerweise noch mal 9 Fackeln? 9 bis... Ja, warte. 11. Warte. Schau mal. Ich danke. Bitte. Ja, nicht, dass du hier nachher Besuch kriegst, wenn die Mobs dann doch wieder an sind. Das ist ein Problem, das wäre blöd. So, jetzt kann ich nochmal draußen gucken, ob ich den Dreck vernünftig aufgeschüttet habe. Das sieht man ja im Dunkeln immer nicht so ganz so gut. Und mal schauen. Oh, es riecht nicht. So, ich finde, der Raum sieht schon mal nicht unbedingt schlecht aus. Bin aber noch nicht ganz zufrieden mit der Werkbank und dem Ofen. Es kann so bleiben hier. So. So. Und das wird dann Lagerraum jetzt, ja? Ja, das wird mein Lagerraum. Ich bin gerade noch mal kurz am Zählen. Ich muss das vielleicht auch noch mal kurz auf dem Boden verteilen. So. Man hat immer ruckzuck die Taschen voll irgendwelches Zeugsgedöns, oder? Also, es ist unglaublich in Minecraft, wirklich, boah. Ja.
Und die Hälfte brauchen wir noch nicht mal. Ja, das stimmt. Aber wegschmeißen? Bist du auch so ein Messi? Ich will auch nichts wegschmeißen. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn man dann was wegschmeißt, dann braucht man es. Ja, genau. Weißt, dann denkst du, oh, hättest du es mal behalten. Genau. Ja, Und ich dann weiß. weiß man natürlich nicht mal, wo man es hingeschmissen Ja, hat. genau. Das ist so. Ich behalte auch immer alles. Aus Prinzip. Da sind natürlich so Endertruhen nicht schlecht. Wo, da kann man das natürlich einfach so machen, dass man Ja, dann genau. sagt, so die wichtigsten Sachen tue ich da rein. Ja. Auf jeden Fall. Und Ja, wenn da. dann noch wieder was ist, kann ich das immer noch Genau, rausholen dann ja. wieder. Deswegen sind, also ich habe hier in der Welt schon auch ein paar Endertruhen verteilt. Weißt, dass man so das Wichtigste darauf zugreifen kann. In meiner Endertruhe ist nicht mal was drin, weißt. Aber wir sind Besser schon haben wieder als am. nicht Ja, haben. eben, besser haben als nicht haben. Wir sind am Ende der Folge schon wieder. Es sind schon wieder 20 Minuten rum. Die Zeit vergeht, wenn man sich unterhält. Ja, Ich bin das noch. stimmt, ja. Aber wehe, du sitzt irgendwo draußen im Winter und wartest 20 Minuten auf den Bus. Die Ja. Zeit geht gar nicht rum. Da guckt man nach einer halben Stunde rauf. 21 Minuten. Hä? Ja. Oh Mann. Ja gut, okay. Will noch mal eben hier Dann, einmal schnell was fertig ja, machen. Dann habe ich. mach das Da mal. können wir die Aufnahme auch so beenden. Was war das? Spitzhacke. Gut. So, jetzt will ich auch einmal alles schnell in die Truhe wenigstens packen. Da kommt mein Holz rein. Kann am besten gleich alles sortieren, damit man das später nicht machen braucht. Ja, das ist wohl wahr, ja. Da kommt das rein. Ja, ich werde vielleicht dann jedenfalls offline noch mal kurz zumindest so ein paar kleine Sachen machen. Irgendwie noch mal eine Tru sonst irgendwie noch eine Truhe bauen und dann noch kurz mal ranstellen. Naja, klar, natürlich, Alles eben ja. einräumen, bevor ich das dann irgendwie aufnehme. Ja. Gut, dafür bräuchte ich noch wieder eine extra Kiste. Aber so in erster Linie, ich glaube, wir verabschieden uns von da drin. Ja, Außen ich glaube auch, da regnet's. draußen ist das Wetter echt eklig. Stopp, ich will noch einmal eben. Das fällt mir gerade noch wieder so ein. Wo habe ich meine Erde hingetan? Wo habe ich meine Erde? Warum habe ich keine Erde? Egal, holt mir schon was von draußen. Da mir ist von was aufgefallen. Als ich da was zugemacht Hier in der habe. kleinen Kiste ist Erde, wäre Erde gewesen. Oh. Sagt euch unvergesslich. Ich habe es da gerade. Ich habe Erde da gerade von. Stapelweise Erde. Die Zuschauer werden sich wahrscheinlich jetzt auch denken, alter Kollege, du hast das vor einer Sekunde da reingetan. Wirklich 10 Sekunden, bevor ich das gesagt Aber habe. weißt du, was schön ist? Ich bin so beruhigt, dass mir das nicht alleine so geht. Meine Tochter hat mich neulich angeraunzt, weil ich gesagt habe, na, wo ist denn das? Und sie sagt, na, du hast es doch vor 2 Sekunden. Und ich sage, ja, naja, das ist halt, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr Das das. ist sowieso immer das Beste da. Von den Zuschauern werden auch gerade gedacht haben, Ja. du hast das da reingetan. Ich hab's gesehen. Wer noch mal zurückspulen, um sich zu vergewissern. Ich kann mir das ganz genau vorstellen, wie da so jemand vorm PC sitzt, noch mal zurückspult. Du hast das da doch reingelegt. Ja. Hallo? Aber gut. Wir Ja. wollten uns verabschieden. Ja, wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir beide werden uns dann ja in gut anderthalb Stunden wahrscheinlich nochmal sehen oder beziehungsweise hören und lesen, wenn Ja. du es am Stream bist. Okay. Ich werde Alles dann wahrscheinlich auch klar. wieder dabei sein. Ja, freut mich. Ich freue mich auch, dass du da gewesen bist und wir hören sehen sowieso voneinander. Das sowieso Die spätestens auf Zuschauer Twitter. hören sehen wir hoffentlich auch. Zumindest in den Kommentaren. Genau. Gut, hören wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter, da YouTube noch keine Audiodateien in den Kommentaren hat. Ja, das stimmt. Aber das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Vermutlich ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas schon kommt. Ja, können wir jetzt nicht drüber Aber gut. quatschen. Genau. Jetzt. Wir hören uns spätestens beim Stream bei dir nachher. Jo. Und ansonsten über Twitter. Genau. Alles klar. Bis denn dann. Tschüss. Ciao.